der Salzburger Austria zwischen dem Meister aus dem Westen und dem Cupsieger aus dem Osten. Ein Gipfeltreffen zwischen Grün-Weiß und Violett. Die Alternative zu Grün-Violett sind Weiß-Blau ab Austria-Salzburg gegen Rapid Wien. Hallo und herzlich willkommen hier in Kappenberg beim ersten großen Ereignis der neuen Fußballsaison, dem Memphis Supercup-Finale zwischen Casino Salzburg, dem Meister und Titelverteidiger, und Rapid, dem österreichischen Pokalsieger. Für beide Mannschaften ist es der letzte große Test vor der Meisterschaft. Beide Mannschaften testen aber auch noch jeweils einen neuen Stürmer, Jančula für die Salzburger und Frigård, der Norweger, bei Rapid. Wir hoffen auf ein spannendes und gutes Spiel hier zum Saisonauftakt, und der Kommentator ist Robert Seger. So, liebe Fußballfreunde, hoffen wir, dass dieses erste Spiel der neuen Fußballsaison anschließt an das tolle Finale der Saison 94-95. Denn das ist genau das, was wir Fußballfans uns wünschen für den österreichischen Fußball, der im letzten Jahr wirklich erstarkt ist. Und es wäre schön, wenn die Meisterschaft heuer zumindest ähnlich spannend verläuft wie im letzten Jahr. Otto Baric, der ein weiteres Jahr, also trotz aller kurzfristigen Gerüchte über Abwanderungswünsche und andere Verträge, hier bleibt natürlich bei Salzburg und neuerlich die Herausforderung für die Champions League in Angriff nehmen wird mit Steaua Bukarest. Steaua Bukarest, also der Gegner Salzburgs in der Qualifikation. Bis dahin wird er wohl wieder fit sein, Nikola Jurcevic, der wegen einer Leistenverletzung heute nicht spielen wird. Er ist ja vor etwa einem Monat operiert worden und spürt noch immer leicht die Folgen dieser Operation. Apropos Verletzte, auch Peter Artner ist wegen einer im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach erlittenen Knöchelverletzung, er hat einen Bändereinriss erlitten, außer Gefecht, und auch Raciunica kann heute nicht spielen. Dafür gibt es aber heute ganz interessante Neuspieler für uns zu beobachten. Das ist Jančula, der Slowake, insgesamt 14 Mal bisher im Nationalteam gespielt. Das Kappenberger Alpenstadion ist zum zweiten Mal Schauplatz des Supercup-Finales, eine der schönsten Sportstätten Österreichs, die ein bisschen brach liegt. Denn der einst traditionsreiche Fußballclub Kappenberg, der lange Jahre im österreichischen Fußball-Oberhaus gespielt hat und auch einige Nationalspieler rausgebracht hat, der fristet jetzt schon seit Jahren ein Dasein in der steirischen Fußball-Landesliga. Aber man hofft, vielleicht eines Tages zurück in die Spitzenklasse zu kommen. Schauen wir uns jetzt die Aufstellungen an. Casino Salzburg mit Otto Konrad im Tor, Feiertinger der Libero, Fürstaller und Hieden die Manndecker, Leerleiner der Defensivmann im Mittelfeld, Winkelhofer und Kocian an den Flanken im Mittelfeld, und für die Offensive der neue Mann Prosenik und Mladenovic, und vorne Heimo Pfeifenberger und der auf Engagement spielende Jančula. Der Schiedsrichter dieses Spieles ist ein Steirer. Steirische Schiedsrichter Ritzinger wird dieses Spiel heute leiten. Ich bin Ihnen noch die Aufstellung von Rapid schuldig. Auch die ist recht interessant, denn da gibt es zwei neue Leute zu beobachten. Im Tor spielt Rudine Tonsel, dann der bulgarische Nationalspieler Ivanov als Libero, Schöttl und Jovanovic die Manndecker, Pivanik, Guki, Marasek, Sliwowski, Stöger und Herav, allesamt in einem sehr dichten Mittelfeld mit verschiedenen Aufgaben. Und vorne mit der Nummer 7 Frigård von Lilleström, einem Club in der Nähe von Oslo. Und dieser Mann spielt auf Engagement. Man spricht davon, dass die Transfersumme zwischen 5 und 7 Millionen Schilling liegen soll. Er bringt gute Referenzen mit
hierher, ist 24 Jahre alt, Nationalspieler, hat 18 Tore geschossen, war Torschützenkönig in der letztjährigen Meisterschaft und er möchte gerne also nach Wien. Morgen, übermorgen wird die definitive Entscheidung fallen. Aber ein gutes Spiel von Friegau ist gewissermaßen Voraussetzung. In der Zwischenzeit ist es auch relativ angenehm geworden, nachdem es heute extrem heiß war, Temperaturen um 30 Grad, aber jetzt um 2 Grad. Prosenik und mit 9 Peter Stöger bei Rapid, der nicht direkt Jančula bei Salzburg, ein Slowake mit Nummer 18 und Frigård mit Nummer 7, ein Norweger bei Rapid. Und das dritte ist sozusagen das Tormann-Duell, ist auch nicht unbekannt, denn Michael Konzel hat wieder Lunte gerochen, spielte ja beim sensationellen Nichtswissen und sagt, für mich kein Thema, für Salzburg kein Thema, er hat einen Zweijahresvertrag bei uns und er wird von uns keine Freigabe bekommen. Naja, warten wir ab, wenn 35 Millionen Schilling geboten werden, dann kann man den Abwesenden von Salzburg, Jurcevic, alle drei wegen Verletzung nicht mit dabei. Auf der anderen Seite verletzungsbedingt Barisic und Hatz nicht mit dabei und Pübauer wegen Stöger. Die neuen Spielgestalter, also Prosenik bei den Salzburgern und Stöger bei Rapid. Schon pikant, wenn ein Austrianer zu Rapid wechselt, wenn auch über den Tiroler Umweg. Und Michael Konzel. Mit viel Supercup-Erfahrung und Routine war schon 1987 und 88 im Supercup. Nicht ungefährlich. Martin Hieden vor dem eigenen Tormann, vor Otto Konrad, aber Flanke gut angeschnitten und er will vor dem freien Mann, vor Friegaard den Ball noch ins Torout befördern. Eckball für Rapid. Fünfte Spielminute. Stöger. Beide haben sich sehr intensiv in der relativ kurzen Pause auf 1:0 durch Bukis Tor gegen TSV Leo. Otto Baric ein wenig an Bojo Bakota, dem einst legendären Sturmspieler, den ja auch Baric gebracht hat. Antritt schnell, laufstark, schussstark und torgefährlich, so beschreibt ihn jedenfalls Otto Baric. Was er davon heute das blitzschnell erkannt, aber der Linienrichter hatte die Fahne oben und Mladenovic, der im Vorjahr hier sein Debüt bei den Salzburgern gezeigt hat, ein guter Schuss und er streift die Querlatte. Christian Fürstaller. Ja, und Konzel denkt, der Ball geht über das Tor. Knapp vor Friegaard, Otto Konrad. Hier etwas abgefälschter Ball, auch noch von Leiner. Das hat wahrscheinlich geholfen, dass Friegaard endgültig nicht an den Ball kam und Otto Konrad konnte klären. Die Rapid-Fans und die Salzburg-Fans halten sich ziemlich die Waage heute hier im Alpenstadion von Kapfenberg. Etwa 6.000, 7.000 Zuschauer in dieser wunderschönen Fußballanlage, die ja drei Jahre hintereinander den Supercup veranstalten wird. Im Vorjahr wurde Jovic für Friegaard und Konrad. Aber sofort geschossen der Norweger Geir Fried. Vielleicht auch ein bisschen Glück, dass der Ball direkt auf ihn zukam. Aber schöner Angriff der Rapidler. Mit ihrer bisher besten Chance in der 22. Ball zur Mitte. Friegaard schießt sofort. Aber Otto Konrad steht richtig.
aus einer anderen Perspektive. Schön gemacht von Jovanovic. Sofort geschossen mit dem rechten Fuß, aber genau dort stand Otto Konrad. Und so bleibt es beim 0:0. Rigard, Slibowski. Wird noch ein Einwurf neben der Cornerfahne. Bin völlig abgerissen, dieser Schuss. Hier gegen Martin Hieden. Deutet zwei, dreimal an, versucht dann vorbeizugehen. Gelingt ihm auch, aber zu viel Rücklage beim Schuss und den Ball völlig verzogen. Heftig gestikulierend Slibowski. Außen wirksam werden. Und gute Chance jetzt wieder für die Rapide. Schön mit der Ferse gespielt jetzt auf Marasek und dann kommt der gute Pass zur Mitte und da haben wir eine ideale Position hier oben am Dach für Sie, meine Damen und Herren, damit man also das Spiel hier wirklich. Heimo Pfeifenberger aus dem Spiel und im Spiel ist Ralf Hasenhüttl. Heimo Pfeifenberger, der, aber das war geplant, nicht allzu lange spielt, der kompromisslos hinein mit der Klasse eines Profispielers. Kopfball an die Querlatte. Jančula war es, der den Ball an die Querlatte setzte nach Prosenics Flanke. Blitzschneller, schöner Spielzug der Salzburger jetzt in der 34. Minute. Prosenic zieht den Ball ideal zur Mitte. Jančula vor Schöttl und der Ball springt von der Querlatte drüber. Zum zweiten Mal also hat ein Ball der Salzburger die Querlatte des Rapid-Tores berührt, aber im Tor war denkwürdig. Vor knapp 10 Jahren in Sevilla gegen Barcelona im Finale im Elfmeterschießen. Allerdings von jener Mannschaft ist heute keiner mehr dabei und die stärksten Spielersdauer sind ja ins Ausland gegangen. Aber die Rumänen haben schon ein starkes Team sein und hat beim ersten Spiel schon überrascht. Ein 3:0 Sieg in England gegen einen Aufsteiger in die erste englische Liga. Ja, gut geschätzt. Zwischen und Torwart. Abstoß für Rapid. Ein Fazit der ersten Spielhälfte. Chancen auf beiden Seiten. Marasek, Konrad und im Nachfassen. Auch noch ein wenig berührt und dann fasst er in sich aus einem Gewirr von Beinen heraus. Marasek, Konrad hat zunächst Glück, Ball springt ihm von der Brust zurück, aber er fasst blitzschnell nach und vorher ab. Und Hieden beruhigt. Gut gemacht, Otto. Aber das, was halt alle Trainer, das ist er bisher auch noch schuldig geblieben. Naja, so braucht er sich das Spiel noch nicht auf der Zunge zergehen lassen, der Ernst Dokopil, aber in manchen Phasen kann. Wir suchen gleich ein erstes Interview. Ich gebe zu Hans Huber. Otto Barisch, sind Sie bisher mit dem Spiel einverstanden? Das Spiel ist gut, aber schießen Sie nicht auf diesem Niveau. Weil erstens war überhaupt keine Foul, so viele gepfiffen und leider diese Linienrichter hat nicht eine richtige Entscheidung gebracht. Das heißt, die neue Saison beginnt für Sie fast so, wie die alte aufgehört hat. Bitte? Die neue Saison beginnt so, wie die alte auch mit Kritik am Schiedsrichter. Letztes Jahr waren auch gute Schiedsrichter, nur heute sind nicht gut.
Was werden Sie jetzt in der Pause unternehmen? Ich meine, das Spiel war ja relativ schnell in der ersten Hälfte, oder haben Sie das nicht so empfunden? Ja, das Spiel war nicht schlecht, aber wir müssen noch etwas mehr über linke Seite machen. Wir haben hier zu wenig gemacht, wir spielen jetzt Starter auf linke Seite und ein bisschen überlegen, wer wird halb links spielen. Was sagen Sie zu dem neuen Mann, zu Jan Schüller? Er ist ein sehr guter Spieler, er bewegt perfekt und ich weiß, dass er sehr gut und muss man ihm nur viel besseren Ball geben, dann wird er eine ganz große Gefahr. Ist er heute Abend schon Salzburger? Ich glaube ja. Danke vielmals. So, und wir nützen jetzt die Pause zum Tor des Jahres. Seit 1. Juli haben wir Sie aufgerufen, das Tor des Jahres zu wählen, Ihre Wahl zu treffen. Es gab an die 7000 Einsendungen, dafür danken wir herzlich und schauen wir uns jetzt einmal an, welches Tor zum Tor des Jahres von Ihnen gewählt wurde. Platz 8, Armina Snabekovas. Vorschlag Nummer 5 aus dem März 95 mit 244 Stimmen. Platz 7, Mladen Mladenovic. Vorschlag 1 aus dem August 94 mit 274 Stimmen. Platz 6, Markus Birk. Vorschlag 4 aus dem November 94 mit 473 Stimmen. Platz 5, Dietmar Kübauer. Vorschlag 6 aus dem April 95 mit 543 Stimmen. Platz 4, Anton Polster. Vorschlag 8 aus dem Juni 95 mit 663 Stimmen. Platz 3, Adi Hütter. Vorschlag 2 aus dem September 94 mit 774 Stimmen. Platz 2, Markus Pirk. Vorschlag 7 aus dem Mai 95 mit 840 Stimmen. Platz 1, Otto Konrad. Vorschlag 3 aus dem Oktober 94 mit 3006 Stimmen. Zum zweiten Mal Otto Konrad. Beiersinger gegen Gucki. Haben beide gestoßen und gerangelt. 12 Salzburger Fouls, 8 Rapid Fouls bisher. Erster Haken vorbei an Schöttl, dann den Ball aufgelegt, Schuss mit dem linken Fuß und Michael Konzl im Nachfassen. Tomislav Kocian, der von Vorwärts Steyr zu Salzburg gekommen ist. Das war's! Der Mr. Supercup hat zugeschlagen. Ralf Hasenhüttl, 1:0 für Casino Salzburg. In der 55. Minute nach einer tollen Einzelleistung von Hermann Stadler auf der rechten Seite. Und da jubeln die Salzburg-Fans jetzt. Da spielt er alle schwindlig. Trippelt sich durch die Abwehr und Ralf Hasenhüttl knallt den Ball unhaltbar für Michael Konzl unter die Latte. Ralf Hasenhüttl mit seinem dritten Supercup-Tor in seinem 6. Finale. Das macht die Klasse eines Ralf Hasenhüttl aus. Er zögert nicht lange. Wenn er eine Chance hat, dann nützt er sie zumeist. 1:0 für Salzburg nach 55 Minuten. Eraf hier. Und Trebling mit Winkelhofer. Immer noch,
Oben angeschlagen ist nicht Herav, sondern hat die Kapitänschleife, seit Heimo Pfeifenberger aus dem Spiel ist. Stöger geht aus dem Spiel und die Nummer 18 kommt, Mandreco. Mandreco ist jetzt im Spiel. Abschluss. Außer Mandreco auf der Rapidbank nur lauter junge Nachwuchsspieler. Einmal per Fuß, einmal per Kopf. Zwei echte Chancen für Frigau. Aus dem Spiel, Franz Aigner jetzt im Spiel, ist eigentlich ein Mann für die linke Seite normalerweise, in der hat er seine stärksten Spiele im Europacup geliefert. Hatte dann das große Pech, dass er im Frühjahr mit einem Kreuzbandriss. Franz Aigner, der Torschütze. Das vergönne ich ihm, den so lange Verletzten. Dein erster Ballkontakt und gleich das 2:0. Franz Aigner, nach einer neuerlich hervorragenden Leistung von Hasnödl, der den Ball Wolle nimmt von der Querlatte zurück und Aigner rutscht hinein und bringt den Ball über die Linie, 2:0. Hasnödl, Querlatte, Aigner reagiert schneller als Biwanik und 2:0. 2:0 für den österreichischen Meister, SV Casino Salzburg. Also 18 mit 6 zu verwechseln, gehört schon ein bisschen was dazu. Lassen Sie sich nicht verwirren. War gut gemeint, dem Gastspieler ein Tor zuzuerkennen, aber Franz Aigner ist der Torschütze. Er ist praktisch vorbereitet. Da gibt es noch einmal Gelb jetzt. Noch ein Hier Marasek, der sich eigentlich festläuft. Und dann hatte Mandreco Glück, denn sein Foul hätte unter Umständen auch eine rote Karte nach sich ziehen können. War wirklich völlig unnotwendig. Jovanovic. Sergej Mandreco. Der gefaulte Fürstaller ist wieder im Spiel und es wird noch einen Wechsel bei Rapid geben. Nummer 15, Büringer, wird kommen. Und da einige ungestüme Rapid-Fans, auf die Einsatzkräfte besonders aufpassen jetzt. Aigner. Prosenik. Im passiven Abseits stand Hasnödl, Kocian, Prosenik. Cookie hat da Kocian geboten. Hat ihn voll getroffen am Fuß. Aber zumindest auch eine gelbe Karte, denn hier war kein...
Otto Baric geht jetzt zu Tocqueville und zum Linienrichter. War sicher kein absichtliches Foul von Kuki, aber er ist da voll hineingestiegen und hat dann Kocian völlig unglücklich getroffen, genau auf Standbein, und das ist dann umgeknickt. Mandreko. Und was gibt er jetzt, der Schiedsrichter? Elfmeter gibt er. Ritzinger macht das Spiel noch einmal spannend. Hat er recht oder nicht? Okay. Er fällt auch wunderschön. Aber er war im Strafraum. Winkelhofer gegen Gucki. Gucki fällt hier spektakulär und Ritzinger entscheidet auf Elfmeter. Und damit kann das Spiel in der Schlussphase noch einmal spannend werden. In der 80. Minute. Marasek wird schießen. Keiner Nervenkrieg noch um den Elfmeter. Otto Konrad ist nicht einverstanden, dort wo der Ball liegt. Der zweifache Torschütze des Jahres gegen Marasek. Und die Ecke hat er erraten, aber der Ball ist im Tor. 2:1. Genau, passt der Ball. Otto Konrad war im richtigen Eck, aber Marasek hat platziert geschossen. 2:1 nur noch. Tor für den SK. Und damit kann es natürlich noch interessante letzte 10 Minuten geben. Schade, dieses brutale Foul an Kocian hat dieses Spiel ein wenig zerstört. Einen Beigeschmack, den sich keiner gewünscht hat. 8 Minuten noch. Meter. Vorerst das einzige Rapid-Tor fiel. So spielt ein Kameramann mit. Allerdings Freistoß, weil Handspiel. Beiersinger. Eigner. Hütter. Für Franz Eigner. In der Summe des Spieles besser. Jantschula, der sicher bessere und gefährlichere Stürmer der Neuen im Vergleich zu Frigard. Und jetzt bekommt...
Er rutscht ähnlich hinein wie Gucki. Bei Gucki gab es nichts und hier gibt es Geld. Naja, und die Frage der neuen Stürmer, Janschula, da wette ich nicht dagegen, wird Salzburger. Naja, und wie sich die Rapidler bei Friegaard entscheiden, er hat es schwer gehabt. Viele Bälle hat er nicht bekommen. Zweimal hat er gute Chancen, einmal per Kopf, einmal mit dem Fuß. Torgefährlich ist er. Das erwünschte Tor hat allerdings heute bis jetzt nicht geschossen. Divanik, auch erst noch ins Spiel gekommen. In ein Spiel, das noch knappe zwei Minuten geht. Marasek. Geraff. Eigentlich zu viele Fouls. Um diesen Pokal geht's. Das ist der Supercup. Da haben sich gute Fußballabende eben durch Härteeinlagen getrübt. Im Spiel. Und jetzt geht auch noch Ivanov heraus, der mit nach vorne gegangen ist. Und für ihn kommt jetzt noch im Spiel. Minuten vorbei. Ah, Schiedsrichter Ritzinger muss die Mauer noch einmal etwas zurückbeordern. Er war nicht energisch genug, der Schiedsrichter in diesem Spiel. Ah, linkes Knie angeschlagen bei Michael Konzel. War der stärkste Mann der Salzburg in der zweiten Hälfte, hat den Umschwung gebracht. Ah, und dann aneinander geraten mit Lederer. Hat auch noch was abbekommen, der Hermann Stadler. Riesenaufregung, Riesenhektik. Schade um diese Supercup-Finale. Hat ja mit Sportlichkeit wirklich nichts mehr zu tun. So sollten Spiele einfach nicht durchgeführt werden. Ja, und jetzt hat der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen, den Freistoß nicht mehr gegeben. Das Spiel ist aus, Riesentumult, Zuschauer nicht mehr zu halten, alle rennen jetzt hinunter, die einen freuen sich, die anderen ärgern sich. Casino Salzburg schlägt im Supercup-Finale Rapid mit 2:1 und schauen wir, ob Hans Huber erste Interviews machen kann. Rudi Quemberger, können Sie sich über diesen Sieg nach der Verletzung von Kotian überhaupt freuen? Natürlich freue ich mich über einen Sieg. Ich verstehe nur nicht, dass Schiedsrichter Ritzinger so hart spielen hat lassen. Auch Rapid hätte es nicht nötig gehabt, weil es eine gute Mannschaft ist, eine harte Linie in das Spiel zu bringen. Ich bin sehr enttäuscht über Rapid. Hat das die Grenzen der Härte überschritten, wie Rapid gespielt hat, Ihrer Ansicht nach? Herr Huber, Sie haben selbst das Spiel gesehen für mich. In jedem Fall, fast jedes Angehen von Rapid war ein Foul. Ich verstehe das nicht, dass man sich gegenseitig die Spieler kaputt machen muss, wenn man eine Woche vor der Meisterschaft ist, bei der Champions League. Danke vielmals, Rudolf Quemberger. Ernst Tocopil, es gab schwere Abwürfe jetzt von Salzburg. Rapid hätte überhart gespielt. Sind Sie auch dieser Ansicht? Nein. Aber es gab doch eine schwere Verletzung von Kotian. Ist das im Spiel einfach passiert, war das Härte, die normal ist, oder war das nicht doch ein brutales Hineingrätschen? Oh, ich habe an und für sich von beiden Seiten gleich brutales Spiel gesehen. Es war mehr, als wir erwartet haben. Wir haben gedacht, es wird ein Fußballfest, aber leider ist es ein harter Kampf geworden. Und würden Sie sagen, dass da beide Mannschaften gleichermaßen beteiligt waren oder Ihre verstärkt? Sicher nicht stärker. Meine. Danke vielmals, Herr Dokopil. Hier geht es sehr aufgeregt zu, auch der Otto Baric ist natürlich aufgeregt. Worüber empören Sie sich so? Das Problem war das, dass von Anfang hat Rapid Spute gespielt. Schiedsrichter hat alles erlaubt. 5-6 Mal waren Schläge, wir haben 3 schwer verletzte Spieler. Dass ein Hermann so reagiert, ist deshalb, wenn jemand ihn schlägt.
dasselbe. Kotjan, er hat Ball abgespielt, war absichtlich. Und wir haben hier drei schwer verletzte Spieler. Rapid, das komplette Spiel orientiert nur auf irgendwie auf Schlagen. Das ist nicht Fußball. Das heißt, dieser Pokal, den Sie jetzt hier gewonnen haben, der Memphis Supercup, der freut Sie überhaupt nicht unter diesen Umständen? Ich freuen. Das ist, ich habe fünfmal gespielt, fünfmal diesen Pokal genommen. Das ist für uns uninteressant. Wir wollen Fußball spielen. Rapid 2000 versucht überhaupt nicht Fußball spielen. Alle Spieler sind entfernt, sind unglücklich. War das nur Rapid oder war Ihre Mannschaft nicht daran auch beteiligt? Ich sage nicht, wir waren auch hart, aber Rapid war schmutzig hart. Das ist etwas anderes, weil diese alle faul, wie jetzt bei Hermann, wie bei Kotzian, sind faul, was Spieler können Füße verlieren. Anderes Duell, harte Duelle. Ist damit die Stimmung vor Beginn der Saison schon vergiftet? Nein, vergiftet ist nicht, nur wir wissen, wie müssen wir das nächste Mal gegen Rapid spielen. Weil wir kennen physisch mehr, wir sind stärkere Mannschaft und wir können auch härter spielen, wenn diese wollen. Würden Sie sagen, dass Ihre Mannschaft heute, gehen wir jetzt weg von den Fouls, doch so gespielt hat, wie Sie sich das für die Meisterschaft vorstellen? Nein, wir haben besser gespielt als Rapid, wir haben gut gespielt, aber wir haben nicht so gespielt, wie wir können. Gott sei Dank, das habe ich Janczula herausgenommen. Er wäre sicherlich auch Opfer von dieser. Weil es sind hier drei, vier Spieler, was nur suchen Beine bei Gegnern. Haben Sie ihn herausgenommen, weil Sie ihn jetzt hereinnehmen werden, nämlich in den Kader von Salzburg? Sicher wird er ist ein sehr guter Spieler. Wie schaut es aus mit dem albanischen Stürmer, der in Eisenstadt getestet wurde? Das ist ein sehr guter Spieler, das muss ich mit meinem Präsidenten sprechen, weil es leider ein fünfter Ausländer. Alles klar, danke vielmals Otto Baric. Hier erfolgt jetzt noch die Siegerehrung für Salzburg. Da haben wir noch den Otto Konrad. Otto Konrad, Sie als Kapitän der Salzburg, es hat jetzt hitzige Diskussionen gegeben. Wie haben Sie dieses Spiel gesehen? Ja, vom Spielerischen her, glaube ich, haben wir sicherlich verdient gewonnen. Man muss allerdings sagen, eine Zeit lang war sicherlich eine hektische Partie, vor allem in der zweiten Halbzeit an. Dann ist es eigentlich in wirklich derben Fouls ausgeartet. Wir haben zwei wirklich, kann man sagen, Schwerverletzte. Wir haben sicherlich auch nicht fein gespielt, aber das war sicherlich in einer gewissen Art und Weise provoziert. Und das war sicherlich nicht, eigentlich zum Ziel dieses heutigen Spieles, dass wir zwei Verletzte haben. Ich will nicht sagen, dass wir uns beim nächsten Mal rächen werden, aber wir werden sicherlich irgendwas unternehmen müssen, dass wir, wenn wir gegen Rapid spielen, nicht jedes Mal mit zwei Verletzten ins Krankenhaus fahren müssen. Danke vielmals, Otto Konrad. Die Begeisterung ist hier dennoch ungebrochen groß. Es war jetzt sehr viel von schmutzigem Spiel von Rapid die Rede. Andreas Herab, wie ist da Ihre Meinung dazu? Meine Meinung ist ganz einfach die, dass die ganze Hektik in diesem Stadion jetzt nur dem Schiedsrichter zuzuschreiben ist. Denn er hat in der ersten Hälfte und in den Anfangsminuten der zweiten Hälfte die beinharten und die wirklich bösen Fouls der Salzburger nicht geahndet. Und natürlich mussten wir uns wehren und dagegen halten. Und dann ist ein schmutziges und hässliches Spiel rausgekommen. Aber alles auf Rapid zu schieben, das wäre jetzt, glaube ich, einfach. Denn angefangen haben die Salzburger, das muss man klar und deutlich sagen, und die schweren Fouls haben auch die Salzburger begangen. Dass jetzt natürlich bei den Salzburgern Verletzte zu beklagen sind, das tun uns natürlich auch leid. Aber von Absicht war nie die Rede. Und wie gesagt, der Schiedsrichter ist seiner Meinung nach an allem schuld. Ist jetzt die Atmosphäre schon vor Meisterschaftsbeginn zwischen Rapid und Salzburg total vergiftet? Na, das glaube ich nicht, denn in diesen Spielen ist immer enorme Brisanz drinnen, so auch heute. Aber ich kann immer wieder nur betonen, hätte der Schiedsrichter von Anfang an diesen Fouls unterbunden, dann wäre hier vielleicht ein schönes Spiel zustande gekommen und nicht so ein hässliches. Danke vielmals, Andreas Herab. So, meine Damen und Herren, während hier jetzt der Pokal übergeben wird, Otto Konrad mit dem Pokal, jetzt doch wieder eine versöhnliche Stimmung und wir verabschieden uns mit diesen Bildern hier aus Kappenberg. Guten Abend. Und natürlich jetzt noch den Memphis Supercup.